Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ja, der Onkel Julian hat mal wieder in die Tasche gegriffen und sich ein bisschen was gegönnt. Nicht besonders teuer, 135 Euro habe ich dafür bezahlt, ist eine Sammlung vom lieben Tommy. Und was sich darin verbirgt, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, ich war da mal so frei und habe das Ganze schon mal aus der Verpackung rausgeholt, denn ja, ihr habt gesehen, das ist ein Riesenpaket und es ist eine Menge Holz drin und dementsprechend habe ich das ja einfach mal hier neben mich gelegt, damit wir da kurz drüber gehen können. Also bevor wir hier reinschauen, was jetzt da genau alles drin ist, will ich erstmal so einen kleinen Überblick machen über das, was hier dabei war. Wir haben hier drei Ordner, vier Tinboxen, eine Deckbox und drei Matten. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, wir fangen an mit diesen Bindern hier. Der erste ist leer, das ist so ein 4-Pocket-Binder von Ultra Pro, nichts Besonderes. Die Hüllen waren auch schon eine halbe Ewigkeit in Benutzung, wie man sieht. Auch eine Sache, die ich an diesen Hüllen gar nicht mag, beziehungsweise an Ordnern, dass einfach diese Pockets durch die Benutzung irgendwann ziemlich dahergesifft kommen. Also futsch damit, weg damit. Und dann haben wir die beiden Ordner. Der ist zum Bersten gefüllt mit Karten. Hier sind ein paar Karten drin. Dementsprechend fangen wir mit dem ganz vollen Ordner an und schauen, welche Schmuckstücke uns hier drinnen erwarten. Ja, wie bereits gesagt, Preis 135 Euro. Ich denke mal, habe ich einen guten Deal mitgemacht. Gut, auf der ersten Seite haben wir oben Himmelsjäger Asayate. Das ist eine garantierte Super. Die wird nicht viel wert sein. Majestät Mädchen, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ich liebe diese Karte. Bedauerlicherweise vermutlich auch aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht nicht mehr so relevant ist und natürlich auch aufgrund des Reprints in Fist of the Gadgets nichts mehr wert. Die hier ist jetzt auch aus dem Megapack. Dann haben wir hier die erste Karte, die ein bisschen was wert ist. Die Karten, die hier ein bisschen teurer sind, die lege ich mir dann auch gleich beiseite. Das hier ist ein Verbrecher-Duo. Ich würde mal sagen, ja, die könnte vielleicht noch als exzellent durchgehen. Die hat hier oben ein bisschen was wert, würde ich jetzt mal sagen, so zwischen 8 und 10 Euro. Ist auf jeden Fall eine relativ beliebte Karte. Es war teilweise sogar so, dass die Reprint-Variante aus dem Dark Beginning, glaube ich, ein Stück teurer war als die Originale hier jetzt aus Magic Ruler. Aber woher das jetzt kommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Auf jeden Fall ist das schon mal der erste Griff in den Geldbeutel, sage ich mal. Sehr, sehr coole Karte, die lege ich mir mal hier tatsächlich beiseite. Dann haben wir Visionszelt Poisoner, der ist, glaube ich, nichts wert. Dann haben wir hier drei Blue Eyes aus SDK. Die SDK-Varianten können was wert sein, auch unlimitiert. Können die, wenn sie wirklich nehmend sind, so bis zu 12 Euro gehen. Wenn sie natürlich abgeranzt sind, so wie der hier zum Beispiel, dann doch eher weniger. Also der hier ist wirklich played. Wir haben noch zwei andere Möglichkeiten, zwei andere Blue Eyes hier drin. Nehmen wir uns mal den hier raus. Und ja, der sieht schon wesentlich besser aus. Wesentlich. Also der ist natürlich auch nicht ganz niemand. Der hat hier oben was, da oben ein bisschen was hier. Also nicht wirklich an der Ecke oder an der Kante, sondern man sieht halt einfach nur eine ganz, ganz oberflächliche, ganz geringe Abnutzung. Ja, den würde ich aber tatsächlich noch als Nirmint durchgehen lassen, auf jeden Fall. Ja, in meiner offiziellen Sammlung wird er wohl keinen Platz finden, zumal er auch wahnsinnig off-center ist. Aber in meiner privaten Sammlung auf jeden Fall, ich würde mal sagen, so der Wert dürfte hier auch bei 6 Euro vielleicht liegen, 6,50 Euro in etwa. Mehr dürfte man dafür nicht mehr bekommen, den lege ich mir auf jeden Fall zur Seite. Dann haben wir hier unseren dritten. Und der ist von der Condition, ja, der ist natürlich richtig durchgeranzt. Das ist bei den SDK-Varianten allerdings meistens so. Wenn man die in Sammlungen bekommt, sind die meistens richtig im Eimer. Wenn man das mal, das Kind sogar einen Namen nennen darf. Ja, dann haben wir eine Artefakt-Sense aus BLHR. Die Sneak-Promo war, glaube ich, auch damals in Ultra Rare, was ein bisschen schade ist. Aber gut. Okay, tut mir leid, dass das hier unten so spiegelt. Wir haben hier auf jeden Fall die Sphinxen. Die dürfen natürlich in keiner Sammlung fehlen. Ich spare es mir an der Stelle, hier den Zustand zu überprüfen. Hier oben auch ein paar günstigere Oldschool-Holos. Sehr schön, hier ist die Beschwörungszauberin. Das ist eine coole Karte, war eine Weile lang sehr gehypt. Hier haben wir die Magical Hats.
Schauen wir uns mal den Zustand an. Ja, die ist Nearmint, definitiv. Ist auch gut gesentert. Geht so um die 2,50 Euro in etwa. Ist also so ein kleines, ja, Zubrot, so eine kleine Möglichkeit, seine Sammlung aufzuwerten. Aber eine ziemlich ikonische Karte auf jeden Fall. Die packen wir uns wieder hier rein. Dann haben wir unten zwei Bestien von Talwar, beide unlimitiert. Dementsprechend, selbst wenn sie Nearmint wären, kaum was wert. Bedauerlicherweise, aber ja, auch die ist natürlich total durchgedönert. Das ist natürlich ziemlich schade. Also ich persönlich finde es immer relativ, ja, sad, wenn man so eine coole Sammlung hat, die an sich auch einen immensen Wert erzielen könnte, und dann sind halt einfach die wichtigen Karten, die sind dann halt richtig, richtig zerstört. Wie das jetzt hier insgesamt bei der Sammlung aussehen wird, weiß ich noch nicht. Wir sind ja erst auf der zweiten Seite, aber ich, ja, ich hoffe mal, dass das nicht, ich sag mal, der Standard in dieser Sammlung ist, dass hier alles im ja, Arsch ist, auf gut Deutsch. Die Sphinxen sind natürlich in hervorragendem Zustand, so wie immer aus EP1, auch uralt, aber diese Karten sind fast in jeder Sammlung mit am Start und sie sind fast immer Nearmint. Das ist der Wahnsinn. Gut, dann haben wir oben Spiral Super Agent, die dürfen nochmal so 50 Cent das Stück gehen. Dann haben wir hier einen Buster Blader aus PSV auf der Rückseite. Wollen wir uns auch mal kurz angucken, wie der denn... Ach, Herr Jemine, der arme Buster Blader. Ja gut, ne, ich will nichts gesagt haben. Die Hoffnung war kurz da. So. Dann, was haben wir noch Schönes? Ah, wir haben hier Elf Meteoranschlag, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Wenn wir sie mal rauskriegen hier. Dann gucken wir uns den Zustand an. Ja, wäre sie jetzt Deutsch und First, dann wäre sie auch so bei 2,70. So ist es natürlich auch im Cent-Bereich. Ist aber in einem guten Zustand, ist eine schöne Karte. Können wir uns mal rauslegen, beziehungsweise zur Seite legen. Was haben wir dann hier noch Schönes? Sehr cool hier, der Heilige Ritter... beziehungsweise der heilige edle Ritter von König Castennin. Ja, das ist ja vollkommen klar. Edle Ritter sind immer schöne Karten. Ist natürlich auch eine Sendkarte aus Cybernetic Horizon. Ist vollkommen logisch. Aber schön, dass sie hier mit dabei ist. Und dann haben wir hier an der Seite Waffenstillstand aus PSV. Schauen wir uns mal den Zustand an. Ja... Ja, die geht eigentlich. Die ist, ich würde, ja, die ist Nearmint. Die ist definitiv Nearmint. Ein bisschen off-center, bedauerlicherweise, aber ganz gut. Können wir uns auf jeden Fall rauslegen und, ja, preislich vermutlich so um einen Euro 1,50 rum. Mehr wird da wohl auch nicht rausschauen bei der Karte. Hier sind auch relativ viele Commons drin, sehe ich gerade. Oh, cool. Cybers Magician, eine sehr coole Karte. Verwandlungskrug hier aus GLD4, könnte vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro gehen. Maschinenduplizierung 1,50 und ein Upstart Goblin hier an der Seite, sieht man schlecht. Auch nochmal 3,50. Verräterische Schwerter aus LOB, da will ich mir auch gerade nochmal die Condition angucken, die wir hier haben. Und Leute, wie frisch aus dem Booster gezogen. Sehr schön, sehr schön. Also das ist wirklich ein hervorragender Zustand. Auch ein bisschen off-center, aber wirklich ganz, ganz wenig. Nice. Da habe ich gerade nicht im Kopf, was die wert ist. Keine Ahnung. Ich blende es euch mal hier an. Richtig schön. Die lege ich auf jeden Fall zur Seite. Dann haben wir auf der nächsten Seite... Oh! Wichtraum, Leute, Wichtraum. Die Karte ist sowas von immens teuer. Dafür, dass es eine Common ist, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hole mal alle drei raus. Ich will nämlich... Oh. Ich will mir nämlich mal die Zustände angucken von denen. Auf jeden Fall. Kommst du da raus? Verstecken ist nicht, Widerstand ist zwecklos. So. Gut, dann schauen wir uns sie mal an. Also es ist eine deutsche Erstauflage. Die ist definitiv Nearmint. Die ist auch Nearmint. Und die ist total im Arsch. Seht ihr das? Hier.
Traurig, traurig, traurig. Aber ich glaube, da müsste noch ein vierter sein. Ich glaube, ich habe auf den Bildern einen vierten gesehen. Vielleicht sollte ich auch dann nochmal in der Verpackung nachgucken, weil es war so, dass hier sehr viel offen war. Also aus den Tinboxen ist Unmengen an Karten rausgefallen und ich weiß nicht, was sie da bei der Post mitgemacht haben. Also die ist auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Die hat hier oben einen Ditcher und hier, als ob man da, keine Ahnung, einmal mit dem Fleischhammer draufgehauen hätte. Sehr, sehr schade. Aber die beiden, das sind absolute Highlights. Ihr könnt ja mal kurz raten, wie viele eine geht. Na? Wisst ihr's? 18 Euro das Stück, Leute. 18 Euro aus Star Strike Blast. Für die, die es nicht wissen, Star Strike Blast ist das seltenste 5D-Set, das es gibt. Und ja, viele Karten aus dem Set gehen trotzdem nichts. Auch die Secrets sind teilweise relativ günstig. Also es ist nicht hier wie beim Tournament Pack 2, wo selbst die größte Billo-Kammen eigentlich 3-4 Euro geht Minimum. Also das bezieht sich jetzt hier wirklich nur auf die und natürlich auch auf Kauz und Schlossvogel. Und die war auch damals relativ teuer. Und ja, die hat auch noch keinen Reprint und ging damals 10 Euro, ist jetzt auf 18 hoch und das ist natürlich ein absolutes Highlight. Entweder ich habe mich verguckt oder ich finde die dritte noch. Ich hatte sie eigentlich hier in Erinnerung, aber da ist leer. Auf den Bildern sah es zumindest so aus. Muss ich nochmal gucken. Habchenkönigin geht bedauerlicherweise eigentlich fast next. Trickstar Live-Bühne weiß ich jetzt auch nicht. Begrenzer Entferners aus dem Retro-Pack, leider in der falschen Sprache. Dementsprechend tangiert mich das eigentlich überhaupt nicht. Dann, was haben wir noch? Was haben wir noch Erwähnenswertes? Sonnenlichtwolf, der ist als Rare natürlich relativ teuer gewesen. Ich weiß nicht, wo er jetzt aktuell liegt. Dann haben wir hier ein dunkles Magiermädchen. Eieiei. Schauen wir mal, wie der Zustand... Und die ist natürlich wieder... Also dies... Lightly played, würde ich sagen. Lightly played bis played. Pur ist sie noch nicht, aber... Ja, naja. Der Zustand lässt zu wünschen übrig. Dann, oh Gott, da muss ich von der anderen Seite ran. Okay, bei dem sehe ich hier schon durch die Hülle, dass er am Arsch ist. Okay, den Schöpfer und die andere muss ich mir mal anschauen, wie das da aussieht. So, dann haben wir hier einen ziemlich geknickten, finsteren Naftis First. Richtig im Eimer, ja, ich mache gleich noch mehr kaputt. Dann, ouch, richtig im Arsch, Leute, richtig im Arsch. Ich tue die jetzt mal nicht mehr rein, das verbraucht so viel Zeit. Richtig im Arsch. Hier oben haben wir noch was, das ein paar Euro geht. Aus den Legendary Hero Decks müsste das, glaube ich, gewesen sein. Das ist der Zwillingstwister. In Ultra Rare, der geht so um die 2,50. Auch nochmal so ein nettes Zubrot. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen Wachdrachenquark. Das ist der Zustand vom Rotäugigen. Autsch, der ist auch im Eimer. Ach, das ist natürlich schlecht sowas. Also sowas ist halt einfach richtig, richtig Minus, wenn die Karten so kaputt sind. Da haben wir nochmal einen Cybers-Magier, da werde ich wohl davon ausgehen können, dass er niemand ist. Die ist auch relativ neu, die Karte. Hier nochmal die Majestät Mädchen. Einmal sogar aus Maximum Crisis hier tatsächlich. Und die ist natürlich auch mega, mega schön. Und tatsächlich sogar schon in der richtigen Hülle, die bedauerlicherweise nicht so gut vom Zustand ist. Leider hier aus dem Megapack 18, also aus dem Reprint-Pack. Aber Mariamne ist so eine coole Karte. Meine absolute Lieblingskarte aus dem Thema. Ich finde, die ist einfach unglaublich schön. Ich liebe das Set Maximum Crisis. Da sind so coole Holos drin gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, dann... Oh, was sehen meine Augen? Was sehen meine Augen? Ha, versteckt sich da ein Schätzchen? Das ist... Okay, niemand nicht mehr. Exzellent, würde ich fast sagen. Erste Auflage... dürfte auch so um die 10 bis 15 Euro gehen. Die göttliche Anmut Nordwemco. Die lege ich mir mal raus. Ist auf jeden Fall was für meine private Sammlung. Auch sehr schön. Und nochmal einen Super Agent in Super Rare, ungefähr 50 Cent. Die Schleifgurde im Spielmarkt ist auch cool. Windhexe, Winterglocke aus dem OP6 geht, glaube ich, eher weniger. Vielleicht noch der Löwenzahnlöwe. Tuninhaltsverzeichnis, glaube ich, auch eher weniger. Dann haben wir oben dreimal den Proto-Cyber-Drachen. Den will ich mir natürlich auch mal hier zu Gemüte führen. Was haben wir denn hier? Schönes Halleluja. So.
Zustand ist hier ja auch so exzellent, würde ich mal sagen. Der hat hier einen Ditch und da einen kleinen Ditch. Wobei man sagen muss, diese Art der Beschädigung ist vollkommen normal für diese ganzen Legendary Collection Karten, weil die halt von der Qualität her nicht so gut waren. Also die hat man teilweise auch schon so aus dem Booster rausbekommen. Die ist jetzt noch schlechter, die würde ich schon nur noch als gut bezeichnen. Ich meine, gut, die gehen jetzt auch nicht so viel. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Opening, das ich von denen hatte. Haben wir die auch oft genug gezogen. Das ist jetzt die erste, wo ich sagen würde, die ist vielleicht Near Mint. Die hat hier oben was ganz Leichtes, aber ansonsten ist sie in einem guten Zustand. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Die schweigsamen Schwertkämpfer, den Level 4er und den Level 8er. Da würde mich der Zustand jetzt auch mal interessieren, ob die denn Near Mint sind. Dazu müssen sie aber erstmal raus aus dem Ordner. Zap, so. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Schweigsamer Schwertkämpfer Level 4 ist schon mal niemand. Und der Level 8er, der sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja, die lege ich mir mal als Highlight raus. Das sind zwei schöne Karten. Wobei ich sagen muss, dass diese NTR-Karten einen ziemlich seltsamen Kartenrand hatten. Also hier das Finish von dem Außenrum hier, das wirkt so ein bisschen dunkler, gesättigter und matter. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die lege ich mir mal beiseite. Dann haben wir einen Pantherkrieger und eine VWX YZ Drachenkatapultkanone. Die würde ich mir natürlich alle mal angucken. Wird zwar jetzt wahnsinnig gespoilert, aber das macht nichts. Ach, oh Gott, ist diese Hülle hartnäckig da hinten. So, was wollen wir uns noch anschauen? Die beiden Gemini-Elfen wollen wir uns auch noch angucken. So. Die Hüllen sind cool, ne? So, dann schauen wir mal. Zuerst die Katapultkanone. Die würde ich sagen ist Nierman First aus Elemental Energy. Sehr, sehr cool. Nehme ich gerne mit. Dann, oh weh, die ist schon wieder durchgeranzt. Gemini 11, bedauerlicherweise. Ist jetzt aber auch nichts Großartiges wert, aber trotzdem wäre es schön gewesen aus der Invasion of Chaos Special Edition. Was soll's. Dann haben wir noch einen aus dem Set und ja, die sieht doch ganz gut aus. Ja, die ist niemand. Die ist niemand. Das ist cool, die nehmen wir auch. Dann haben wir noch den Pantherkrieger, der ist, oh Gott, also den würde ich noch als gut bezeichnen. Der hat hier unten was Sichtbares. Aber ansonsten ist er in einem recht guten Zustand, also ich würde mal sagen, der ist so gut. Ja, als gut würde ich ihn mal bezeichnen. Die legen wir mal alle drei raus an der Stelle. So, und dann haben wir hinten auf der letzten Seite natürlich noch, haben wir schon gesehen, einmal ihn hier, Utopische Finsternis, finde ich mega nice, und zweimal Geisterschnitt an Winterkirschblüten, auch eine mega coole Sache. Ja, also das war jetzt der erste Ordner und jetzt schauen wir uns noch natürlich den zweiten Ordner an, den wir hier hatten, und das war der hier. Und da haben wir oben gleich dreimal himmlisches Observatorium, die geht in etwa 1 Euro das Stück, dann haben wir da schon mal 3 Euro am Start. Und eine Punktlandung als Secret Rare, die geht 50 Cent oder so. Super Polymerisation, oh Gott, Spanisch. Ach, damit kann ich nichts anfangen, Leute, ich sammle keine spanischen Karten. Dann. Oh, hier ist sehr, sehr schön. Zwei Blue Eyes White Dragon aus dem Duelist Pack Kyber. Gucken wir uns mal den ersten an, wobei ich beim ersten hier schon sehe, dass der vom Zustand her alles andere als gut ist. Der ist zerkratzt und am Rand abgenutzt. Schade Marmelade, wie man so schön sagt. Aber der zweite sieht von hier aus doch ganz nett aus. Und ja, der ist auf jeden Fall Near Mint First Edition. Ist aber im Preis richtig hart gesunken. Der ging mal ein 10er. Jetzt liegt er in etwa bei 1,70 Euro. Also wenn das kein Absturz ist, dann weiß ich auch nicht. Trotzdem eine schöne Karte, die ich mir hier an der Stelle beiseite legen möchte. Dann haben wir hier noch drei Blue Eyes aus dem SKE. Die will ich mir auch mal alle drei angucken. Die hüllen wir jetzt hier mal ganz kurz aus. Und dann schauen wir uns die mal an. Der sieht ganz okay aus. Der hat der nicht mehr. Der ist played. Und der auch. Aber der hier ist schon mal ganz gut von der Optik her. Also ich sehe das jetzt hier nur durch meine kleine Kamera. Ich werde das danach natürlich nochmal nachträglich mir angucken, wie der so vom Zustand ist, wie einzelne Karten so vom Zustand sind. Und werde gegebenenfalls auch nochmal den Preis anpassen. Ihr seht es ja dann im Titel.
Ja, der Dark Magician oben ist played, das sehe ich jetzt schon. Oh, nice, Leute. Guckt euch das mal an. Wir haben hier die Sneak-Promo. Gladiator-Ungeheuer Vespasius. Sehr schön. Im Hauptset Chaos Impact eine Rare gewesen hier als Ultra Rare. Für die Sneak Peek. Sneak Peek. Mann, was ist denn los mit mir? Sneak Peek. Ja, sehr, sehr schöne Karte in Ultra Rare. Gefällt mir sehr gut. Mein erstes Exemplar tatsächlich. Das ist nice. Das ist nice. Ja, Schwarzer Wirbelwind auch normalerweise eine etwas teurere Kammen. Die wird sicher so ihre 30, 40 Cent gehen. Dann haben wir hier dreimal den Dark Armed Dragon aus der Collection Tin. Die will ich mir natürlich auch angucken, weil das ist einfach eine mega coole Karte. Okay, könnten vom Finish her Amis sein. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Ami-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind aber alle drei Nirmint an der Stelle. Sehr, sehr cool. Die Secret aus PTTN wäre natürlich besser gewesen. Aber 50 Cent das Stück in etwa, ja, 1,50 für die drei. Mega coole Sache eigentlich. Ja, hier haben wir jetzt so ein paar Random Supers aus dem aktuellen Hauptset. Allgemein ein bisschen Black Wings Stuff hier, sehr schön. Finsterer Ausbruch aus dem Originalset. First sogar in einem recht guten Zustand. Nehme ich auch noch gerne mit an der Stelle. Was haben wir dann? Samurai, Samurai, Samurai. Hier oben sehe ich schon wieder was glitzern, wenn man so möchte. Und zwar haben wir hier zweimal legendäre 6 Samurai Kisan. Da oben irgendein. Okay. Sehen aber beide relativ niemand aus. Aus Storm of Ragnarok. Einer First, einer Unlimitiert. Gehen so in etwa 1,70 Euro das Stück. Sind auch ganz cool, kann man mitnehmen. Portal der 6, sieht man aber gleich, dass die hier nicht nehmend ist. Die sieht mir exzellent aus. Ein Super Rare war damals relativ teuer. Jetzt geht es hier noch ein paar Cent. Pisti, okay. Ah, hier Psychokinese dreimal. Ohne Hülle, Tommy. Ohne Hülle. Eieiei, wir müssen da nochmal reden. Ohne Hülle, das geht ja gar nicht. Aber die sehen eigentlich alle drei relativ okay aus. Okay, der ist hier unten ein bisschen beschädigt, hier oben ein bisschen beschädigt, der da oben Ditch aber und da unten auch. Also ich würde mal sagen, die hier ist auf jeden Fall Nirmint. Die anderen beiden, ja, excellent, würde ich mal sagen. Gehen aber auch nichts, also die sind relativ billig an der Stelle. Okay, bei den Plünderern ist auch kein besonderer bei, den gibt es nämlich aus dem Demo-Pack und ja, ich weiß nicht, ich finde das Set irgendwie cool. Ultima Erzeugin sehe ich auch schon, dass der im Eimer ist. Was haben wir dann? Isolde. Isolde geht, glaube ich, auch noch irgendwas mit dem Euro oder 1,50 hier aus der Soul Fusion Special Edition. Linkspinne auch cool. Aus dem ersten Structure Deck oder Starter Deck. Mag ich ja ganz gern. Gibt es auch als Ultimate Rare aus einem OTS Tournament Pack. Dann haben wir hier was Cooles. Und zwar der Sternstaub-Angriffskrieger. Der sieht in Gold Secret sogar ganz gut aus und geht auch so in etwa 1 Euro. Ist auch eine ganz coole Karte, die man mal mitnehmen kann. Und hier natürlich auch die Tore der finsteren Welt aus der Legendary Collection. Geht, glaube ich, auch so 1,70 Euro in etwa. First Deutsch in einem guten Zustand. Also wir haben hier eine Menge Zeug, dass ein bisschen was geht. Hier oben ein Tag voller Frieden. Also es gibt ja auch tatsächlich die ein oder andere Kamen, die was wert ist. Tatsächlich sogar eher die Kamens als die Holos. Dann haben wir hier noch die super antiken Tiefseekönige. Ja, das sieht auch ganz gut vom Zustand aus. Gab es dann auch als Ultimate Rare an der Stelle. Allerdings fand ich ihn als Ultra Rare schöner, da man da das Artwork besser kennen kann als als Ultimate Rare. Ja, die beiden sehen ganz gut aus. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Preis zu denen habe ich jetzt nicht im Kopf. Königlicher Sumpfaal ist so eine Karte, die geht halt gar nichts. Die kommt aus Crimson Crisis, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich würde mal sagen, der ist so... Ja, exzellent bis gut. Der hier ist... Nirmint. Sehr schön. Und der hier ist Play, der ist total verkratzt, wenn man so möchte. Gut, der Rest ist hier wieder Kamen und Rare-Gedöns. Oberster König Zark, sehr cool. Nummer 61. Hier oben dürfte das die Ultra-Rare, ne?
Ja, tatsächlich eine englische aus der Sexelton. Geht auch 1 Euro in etwa. Hat danach nur noch den Reprint in der Gold 3 gehabt, PGL 3 glaube ich. Aber auch nochmal 1 Euro, den wir hier mitnehmen können. Schwarzer Rosendrache aus dem Adventskalender. Dann, oh, ein paar schöne Booster-Holos. Ol' Banshee aus Circuit Break. Dann haben wir hier aus Circuit Break Alter Geist Milosuke. Und zweimal aus dem Megapack die Marionetta. Die gehen auch so um 70, 80 Cent meistens. Je nachdem. Dann haben wir hier nix, nix. So, was haben wir hier? Angriff Schwarzflügel Raikiri der Regenschauer. Auch cool. Die linke ist auf jeden Fall Plate und der hier ist auch nicht in gutem Zustand. Schade, Pentest-Käfer natürlich mega nice. Teuflischer Nashornkrieger, der war ja auch was wert vor einer Weile. Wie sie jetzt aktuell aussieht, kann ich leider nicht sagen. Okay, Neorom Connector, auch eine coole Karte. Nochmal hier ein Starstrike Blast Booster. Ich will mal kurz gucken, ob das wirklich original verpackt ist. Das hier mit Tesa zugemacht, oder? Nee, das ist offen. Schauen wir, was er da drin versteckt hat. Ja. Den Trick hatte ich früher auch drauf. Dann dreimal Infernum ist 18. Beschwörung. Das ist eine Karte, wenn die Nearment ist und First, geht die tatsächlich so 2,70 in etwa. Die hier ist ja nicht so gut vom Zustand her. Die hier ist ja, ein reinstes Kraterfeld, wenn man so möchte. Und das hier ist tatsächlich Nirmint. First, Deutsch. 2,70 € in etwa. Sehr schön. Die nehme ich gerne mit. Sehr unscheinbar wirkend, die Karte, aber die geht doch den ein oder anderen Euro. Dann noch der Deckverwüstungsvirus. Englisch First, auch eine coole Karte. Schicksalsheld Disc Commander geht auch ein paar Cent. Und da haben wir nichts. Gut, das waren die Ordner. Jetzt kommen wir zu den Tinboxen. Tinbox Nummer Uno. Ja, das, okay. Das ist das mit den Promo-Packs. Hier sind, wie gesagt, auch relativ viele Promo-Packs dabei. Und eine Menge Rares, wie ich sehe. Sehr cool, aber es scheint älterer Stuff zu sein. Da. Okay, Promo. Nochmal Promo und nochmal. Ach, haben wir viele Promo-Packs. Ja, da leckst du mir doch am Arsch. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier alles so bekommen. Kommen wir zur nächsten Tinbox, wenn man sie mal aufbekommen würde. So, na schauen wir mal. Das ist die Tinbox, in der auch Holos drin sind. Und ja, gucken wir mal, was uns darin erwartet. Ja, aus der Tinbox würde ich sagen, legen wir Highlights raus. Beim Ordner war das jetzt natürlich ein bisschen schwierig, was rauszulegen, da der Ordner das ganze Bild in Anspruch genommen hat. Und gucken wir uns einfach mal ein bisschen durch. Goblinberg war auch mal eine Weile lang eine recht gute Karte. Gizmegiata, Chaos Hexer eine gute Kamen. Metamorphosis ist sogar eine Kamen, die bis vor kurzem noch 10 Euro ging, wenn sie Nirmint gewesen wäre, was jetzt hier nicht ist. Linker Arm der Verbotenen. Mantrawichtel, Wiedergeburt. Donnerdrachen Matrix aus Snatch-Stil. Ach, die Karte ist auch wieder so im Eimer. Schade, schade. Dann haben wir dunkles Magiermädchen, die ist auch played. Aus dem Original Duelist Pack Yugi sogar noch. Wäre auch nice gewesen, bedauerlicherweise auch nicht mehr so gut im Zustand. Gold Wufür ist ganz okay. Aus Elemental Energy.
Ja, das Super Rare Printing gibt es aber auch wie Sand am Meer. Edelstein Ritter Saphir, nochmal ein Gold Wufürst, der ebenfalls in recht gutem Zustand ist. Dann ein Cyber Zwillingsdrache, den ich persönlich jetzt mal als gut bezeichnen würde. Oh, Elemental Wild Wingman, der scheint mir tatsächlich noch in einem relativ guten Zustand zu sein. Aus Enemy of Justice, den legen wir uns doch gleich raus. Ist ein schöner Elemental, eine schöne Fusion. Zwar die Super Rare Variante, nicht die Ultimate Rare, aber trotzdem eine coole Karte kann man mal rauslegen. Dann haben wir nochmal die magischen Hüte. Ja, gehen auch nochmal so 2,50. Mal rauslegen. Spiegelwand, auch ein schöner Klassiker. Kreis der Magie, oder ne, Kreis der Magier. Aus NTR auch eine recht coole Holo-Karte. Da ist ja normalerweise eine Common und eine Rare gewesen. Im OCG sieht sie nicht so hübsch aus, weil hier ja der faszinierende Kreis zu sehen ist. Und im OCG ist das Artwork nicht ganz so toll wie bei uns. Beschlagnahme. Aber Beschlagnahme weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, vergesst es. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann haben wir Psi-Überladung. Oh Gott, was war das nochmal? Der Duelist Genesis, glaube ich. Edelstein-Ritter Turmalin, Dunkler Geist der Stille aus Labyrinth of Nightmares, Darkhold aus LOB, auch ziemlich bespielt. Scapegoat, Elf Meteoreinschlag, auch nochmal im recht guten Zustand, sogar Deutsch. Ja, komm, legen wir raus. Die Deutsche legen wir mal raus. Dann haben wir Schwerer Sturm, Ring der Verteidigung aus dem Duelist Pack 2. Da kam auch der bewaffnete Drache her. War auch recht teuer, ist auch immer noch recht teuer. Das Grab der Wiedererweckung, ebenfalls aus dem Duelist Pack 2. Wellenbewegungsdiffusion aus RDS, auch in einem recht guten Zustand. Trickster Candida, haben wir, glaube ich, erst letztens gezogen im Court of the Duelist Opening. Aus dem Megapack, okay. Winziger Hexenlehrling. Elemental Nebelneos, ja, die erste Neos- oder Elementalen-Fusion, die nach langer Zeit mal wieder nach Elementalen ausgesehen hat, damals. Ist auch schon wieder etwas her. Hand der Sechs Samurai Shiens Dojo aus Extreme Victory, bedauerlicherweise vom Zustand her auch nicht mehr so optimal, aber die möchte ich auch mal rauslegen, ist eine schöne Booster-Holo. Dann haben wir Hatronate aus dem Megapack 2018, Ningrisu, der Weltkelchkrieger, zweimal ebenfalls aus dem Megapack 2018, wird vielleicht noch so ein Euro das Stück gehen, vielleicht weniger, aber ich glaube mehr wird dann nicht mehr drin sein. Crusadia Magius, Verbanner des Lichts. Großsalamander Wunderhengst. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Großsalamander-Karte. Die möchte ich an der Stelle auch mal rauslegen. Für mich ein Highlight. Dann haben wir Reload aus Invasion of Chaos. Draco Equatana Drachenritter. Ja, wir werden auch in den ungefähr gefühlt 20, 30 hier Promo-Packs drin haben. Dann haben wir Metalfose Mithrilium aus dem Megapack 2017. Dann die Thun-Elfen-Zwillinge. Da gucken wir mal auf den Zustand aus DL6. Ist in einem mega guten Zustand. Die Karte ist nichts wert, ist aber dennoch ganz nett anzugucken. Und dementsprechend legen wir sie uns raus. Dann haben wir nochmal Metal Foes, Mithrilium, Shiranui, Shogun Sage, Arcanid Magier, Vorbereitung der Riten aus Hidden Summoners. Gut. Dann holen wir uns mal den nächsten Stapel raus. Streichbuben Flammis. Ja, Streichbuben sind sowieso cool. Dann haben wir Lee, die Weltkelchfee aus dem Megapack. Hier ist alles sehr Megapack-lastig. Die Hand der Sechs Samurai, Priesterin mit den blauen Augen, Playset. Donnerdrachen-Fusion, vielleicht eine Karte, die man sich mal rauslegen kann. Das ist eine schöne Booster-Holo. Dann die Priesterin mit den blauen Augen, Bujintei Tsukuyomi, der Reprint, genau. Dann haben wir Bujinki Amaterasu, der ist jetzt aus dem Originalset, First. Schauen wir mal. Der könnte auch noch so 1-2 Euro wert sein vielleicht, je nachdem. Ich finde das Artwork ist aber ganz cool gemacht. Dann haben wir die Weltkelch Fee wieder, diesmal aus dem Originalset, Court of the Duelist. Ja, ist eine schöne Booster-Holo und ihr wisst ja, schöne Booster-Holos, die kommen auf jeden Fall raus, sobald sie ultra-rare sind. Dann haben wir hier nochmal eine Inferno missachtende Beschwörung, diesmal den komplett durchgekaut. Ein Aufgegeben in Niemand. Ja, das ist immer schön. Das ist schön, die legen wir uns raus. Das ist eine coole Karte.
aus einem der coolsten Starter-Decks damals. Dann haben wir den Gold-Sarkophag, Blockdrache. Blockdrache könnte ein bisschen was wert sein. Vielleicht so 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Euro, je nachdem. Der geht aktuell doch einiges damals aus. Ich glaube, der Dark Illusion müsste der gewesen sein. Den möchte ich mir auch auslegen. Auch wenn er aus dem Megapack ist, dürfte da ein bisschen was gehen. Versuchstiger war damals relativ teuer. Es ist heute jetzt nicht mehr. Ein Held lebt aus Generations Force. Auch eine relativ coole Karte. Bedauerlicherweise ist der Zustand nicht mehr so prickelnd. Ah, die legen wir mal nicht raus. Dann haben wir die Todeswache aus Tactical Evolution. Zweimal tatsächlich aus Tactical Evolution. Ist auch eine schöne Booster-Holo. Und sie ist tatsächlich beide Mal in ihr Mint. Wer hätte es gedacht? Also ich muss schon sagen, die Sammlung an sich ist cool. Das Einzige, was die Sammlung trübt, ist halt ein immer wiederkehrender schlechter Zustand gewisser Karten. Daki, die anmutige Mayakashi aus Hidden Summoners, mein erstes Exemplar jetzt, die hatte ich vorher nicht. Hidden Summoners ist so ein Set, da fehlen mir diese ganzen Mayakashi, fehlen mir recht viel und auch diese ganzen Phoenix-Support-Karten. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gozuki könnte vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro gehen. Der war, glaube ich, mir was wert. Alter Geist Multitäuscher oder Multifaker aus dem Megapack 2019. Bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, aber der ging damals als Ultra Rare ungefähr 15 Euro. Drachengeist des Weißen. Okay, dann haben wir hier Visionsheld Vayan aus Double Power. Glaube ich, nicht mehr so viel wert gewesen. Dann kommen wir mal zum letzten Stapel der rechten Seite sozusagen. Ein riesiges Stück Pappe, auch gut. Summer Instant Fusion ist natürlich eine coole Kamen. Thun, dunkles Magiermädchen. Final Light, also sehr schöne Booster-Holo aus Savage Strike, glaube ich. Dann haben wir die Linkspinne und ein paar Hüllen. Hüllen sind nie verkehrt und okay, irgendwelche Gutscheinkarten oder ähnliches. Dann schauen wir mal weiter. Was wir hier noch so finden, Exodia-Teile natürlich, immer ganz cool, auch wenn wir nicht in so einem guten Zustand sind. Das ist alles wieder ein bisschen älterer Kram. Ja, hier, Kokimairo, ich liebe dieses Deckthema. Gozen Match, das sind so, ich glaube, Kamis, die gehen auch so 2 Euro das Stück. Mein Körperschutzschild war auch recht gut, Manju ist auch ganz okay. Schwarzer Rosendrache geht auch, Ronin, Kröte, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, die war auch auf jeden Fall ein paar Cent wert. Mehr als 2 Cent auf jeden Fall. So, und dann haben wir hier den letzten Stapel. Sehr schön, Mekritter, ganzes Spektrum aus Extreme Force. Original Booster Holo. Kommt natürlich raus. Dann, Reich der Gefahr aus Cybernetic Horizon. Dürfte, glaube ich, nicht mehr allzu viel gehen. Ich weiß nicht, war die überhaupt mal teuer? Da bin ich leider überfragt. Magius, oh Gott, Turner's Shame. Okay, das ist eine coole Booster-Holo und Draconic Guard ebenfalls. Sehr schön. Die können wir uns auch mal rauslegen, das sind relativ alte Super-Rares. Säurefallgrube aus Shadows of Infinity Special Edition. Nochmal eine Androswings. Agapain. Okay. Ja, das ist wieder relativ cooles Zeug bei. Auch hier Gravekeepers Visionary aus Ancient Prophecy. Sehr cool, den lege ich mir auch mal raus. Also wir haben jetzt doch schon ein paar ganz coole Karten drin. Großteil haben wir eine Heiß Leo aus dem Structure Deck. Auch cool, lege ich mir auch raus. Also es sind schon ein paar ganz gute Karten mittlerweile dabei. Damage Gate, auch cool. Super Rare aus The Shining Darkness. Das sind so Karten, die gefallen mir halt. So alte ja, Booster Holos eben. Dann haben wir hier nochmal Draco Equatana Drachenritter. Oh Gott, ich habe jetzt mindestens über 30 Stück von dem. Allein in der Sammlung. dann haben wir nochmal Reich der Gefahr. Sehr cool. Draconic Knight, 20 Cent Super Rare. The Wicked Red Root, der geht tatsächlich einiges. Der ist auch in jedem dieser Special Packs drin und geht ungefähr 1,50 Euro. Also allein damit müsste ich schon einiges an Euros gemacht haben. Und dann haben wir hier Zauberabsorption. Ah, cool. Hier Neftis Support Karten. Mega nice. Die sehen natürlich sehr, sehr schön aus. Aber die legen wir jetzt mal nicht raus. Hexwerkerin Edel. Okay.
Ja, jetzt haben wir wieder eher so die Random Supers am Start. Nochmal einen Wicked Dreadroot, die Wurzel des Bösen. Da haben wir gleich nochmal. Haben wir das Playset. Da haben wir den vierten. Alter Schwede. Und dann haben wir hier nochmal lauter Hüllen. Finde ich sogar gut, weil die Hüllen, die brauche ich. Das sind meine Hüllen, die ich immer standardmäßig nehme. Und what? Mit dem gefälschten Scapegoat, ehrlich. Ja. Alter, der ist ja richtig fake. Wie schlecht einfach. Was steht hier? Yu-Gi-Oh! Okay, krass. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich würde sagen, ich räume jetzt hier mal kurz auf und dann gehen wir noch durch die ganzen Comments und das machen wir dann im Speedup. So, kommen wir also zum Fazit. Ja, der Sammlung stehe ich natürlich ein wenig mit gemischten Gefühlen gegenüber. Die Commons und Rares sind tatsächlich weitestgehend in gutem Zustand und vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass es sich dabei um ältere Sets handelt, vor allen Dingen The Shining Darkness, wie ich jetzt so gesehen habe, bringt mich das dementsprechend natürlich schon ein Stück weiter nach vorne. Allerdings war es so, dass speziell die Karten, die wirklich einen hohen Preis generiert hätten, oftmals kaputt waren. Mir fällt da ein, das dunkle Magiermädchen oder auch der dritte Wichtraum. Und so weiter und so fort. Und das ist halt natürlich unglaublich schade. Und ich muss jetzt natürlich gucken, welche Karten sind jetzt hier tatsächlich für meine Sammlung zu gebrauchen und welche jetzt eher wenige. Ja, ich denke mal, der Preis von 135 Euro wird fest so bleiben. Da wird sich nichts mehr daran ändern. Und ich zeige euch jetzt mal, welche Karten hier tatsächlich preislich das Ganze nach oben getrieben haben. Das sind tatsächlich gar nicht viele, wie ihr seht. Das sind zum einen die drei Wichträume. Davon sind eben zwei Stück wirklich Nearmint, die ich mit 18 Euro bewertet habe. Einer ist halt wirklich auf jeden Fall lightly played in meinen Augen. Den habe ich nochmal mit 8 Euro bewertet. Das waren dann die drei. Dann hier mit göttlicher Anmut. Da ist es halt so eine Sache, gibt es relativ wenige Angebote auf dem Markt. Ich habe mal bei einem Nearmint nachgeguckt. Da war einer für 19 Euro drin in Deutsch First. Ich habe ihm dann die 15 Euro berechnet, auch wenn sie vielleicht das nicht wert ist. Dann haben wir natürlich einmal das Verbrecher-Duo, die hier, so wie sie sind, ungefähr 8 Euro gehen. Auch ein recht stolzer Preis. Der Blue Eyes aus dem SCK, der gar nicht mal so schlecht ist, für 6,50 Euro. Dann haben wir ein Held lebt, der geht in etwa 4,50 Euro.
Stark Magician Girl ist zum Beispiel leider nicht gebrauchbar für meine, nicht zu gebrauchen für meine Sammlung, genauso wenig wie der Plate Wichtraum, aber geht halt auch noch ungefähr 4 Euro in dem Zustand. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Versuchstiger aus der Legendary Collection GX, der mit etwa 3,50 Euro zu Buche schlägt. Darüber hinaus spielt natürlich auch die Masse eine Rolle. Wir haben relativ viele Karten in der Sammlung, die 1 bis 2,50 Euro gehen. Ich sage hier bloß zum Beispiel die Wurzel des Bösen. Da haben wir allein schon so viele Kopien, dass wir ungefähr auf 30 Euro kommen. Oder auch die magischen Hüte oder auch der Twister und so weiter und so fort. Aber das sind tatsächlich so die Hauptkarten, die wirklich teuren Karten aus der Sammlung. Es sind tatsächlich nicht viele. Ich muss sagen, ich bin recht zufrieden. Bezüglich der Wichträume bin ich auch wirklich glücklich, dass ich jetzt hier 2 weitere habe, die ich meiner Sammlung hinzufügen kann, denn von denen habe ich wirklich wenig. Da habe ich, glaube ich, erst so 6 Stück oder sowas. Und bei 400.000 Karten ist das dann doch etwas mau. Jetzt habe ich 2 Exemplare mehr. Eins kann ich leider nicht gebrauchen. Ich habe auch das 4., das ich mir irgendwie eingebildet habe, nicht mehr gefunden. Das hätte den Preis nochmal ein bisschen in die Höhe gehoben. Und ja, so, das ist jetzt der Abschluss dieser Sammlung. Diese Woche kommt noch eine Sammlung. Die habe ich allerdings schon vor dieser hier angefangen aufzunehmen. Allerdings hat noch ein Teil der Lieferung gefehlt, der wird nachgeliefert. Das heißt, ich muss ein bisschen was nachdrehen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe im nächsten Video dieses Video hier angekündigt. Also wenn ich im nächsten Video, das nach dem hier kommt, irgendwie von einer Sammlung rede, die roundabout 200 Euro gekostet hat, weil 250 ist das, was ich ja ursprünglich dafür wollte, dann könnt ihr das getrost ignorieren, weil es handelt sich um die Sammlung, die ihr schon gesehen habt. Ja, wir sehen uns dann zu einem weiteren Mega-Opening. Dann mal bis dann mal, haltet die Ohren steif und macht's gut.